Wer denkt im sonnigen Los Angeles schon gerne an den Winter? Wir, denn bei Atari gab's Neverwinter Nights 2 zu sehen, das neue Rollenspiel von Obsidian. Wir sind hier ganz am Anfang des Spiels und müssen erstmal mit unserem Pflegevater reden. Der alte Herr will uns beibringen, mit dem Bogen zu schießen. Das ist eine Prüfung und die ist leider Pflicht, bevor wir uns ins weitere Abenteuer stürzen dürfen. Macht aber nichts, denn das gibt uns Gelegenheit, das Kampfsystem kennenzulernen. Erstmal müssen wir aus dem Fass da eine Armbrust und Pfeile holen. Stören Sie sich nicht am doch noch recht simplen Interface, das ist noch nicht final und wird sich bis zum fertigen Spiel ändern. So, jetzt noch die Armbrust und die Pfeile ausrüsten. Und dann kann's losgehen. Der erste Probeschuss aufs Ziel hat schon mal geklappt. Jetzt können wir die Prüfung absolvieren. Naja, so richtig schwierig ist die Prüfung nicht. Wir sollen einfach nur 10 Flaschen mit den Armbrustbolzen abschießen. Dann mal los! Obwohl Neverwinter Nights 2 aussieht wie ein Echtzeitspiel, laufen die Kämpfe rundenweise. Das heißt, wir können nicht beliebig schnell klicken und Pfeile abballern, sondern müssen immer ein bisschen warten, eben bis wir in der Runde wieder dran sind. Viel später im Spiel. Wir erforschen den Tempel der Jahreszeiten und haben uns für den Winterraum entschieden. Sie sehen schon, unser Held ist jetzt ein bisschen besser ausgerüstet und trägt eine dicke Breitaxt. Blöd nur, dass es in diesem Raum nicht weitergeht, die Tür ist zu. Aber was wohl in diesem Buch da auf dem Sockel steht? Mal reinschauen. Schlechte Idee, wir haben jede Menge Wölfe und Eisimps herbeibeschworen, die diesen Raum bewachen. Jetzt heißt es kämpfen. Die Jungs bombardieren uns mit Eiszaubern und wir können uns nur mit der Axt wehren. Naja, vielleicht hätten wir uns doch nicht in diesen höheren Level cheaten sollen, dann hätten wir jetzt vielleicht auch ein paar Zauberfertigkeiten da unten in unserer Leiste stehen. So müssen wir uns halt durchprügeln. Macht aber nichts, denn die Wölfe und die Eisimps sind kein Problem für unseren Ritter. Neverwinter Nights 2 will übrigens ganz besonders viel Wert auf Story legen. Nach wie vor gibt es aber den Baukasten, damit sie ihre eigenen Dungeons basteln können. So, geschafft. Die Imps sind besiegt. Beute einsacken. Fertig mit diesem Abenteuer. Ganz ehrlich, allzu viel habe ich mir von Neverwinter Nights 2 nicht erwartet. Ein weiterer Rollenspielbaukasten mit dem Spiel drauf. Aber jetzt habe ich das Ding angespielt und bin ganz angetan. Es sieht klasse aus, die Steuerung funktioniert und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Obsidian eine spannende Story dazu stricken wird.